Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir eine kleine Flutlichtanlage aufgebaut, weil das Licht weg ist. Also auf gut Deutsch eine Stabtaschenlampe an einen Stock gebunden und einen Stock in den Boden gesteckt. Ist jetzt ein Miniatur-Flutlichtstrahler. Aber für die Stimmung habe ich noch eine Kerze angezündet. Das bringt zwar überhaupt nichts, aber Stimmung ist wichtig. Ja, das ist wieder ein Dankeschön-Video. Sieht ja schon richtig mitgenommen aus hier. Und zwar hat mich heute erreicht. Hab gedacht, ich mache das Dankeschön-Video heute mal zeitnah, weil ich sowieso gerade draußen im Wald bin und gerade noch Lust habe, was zu erzählen. Diese beiden schönen Vitorinox-Messer. Nur echt mit dem lustigen Kreuzchen. Und so, die kann ich hervorragend gebrauchen und sage an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich vielen Dank. Ich hatte bisher so als kleines normales, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Schweizer Taschenmesser, primär dieses. Ich habe noch ein anderes, das war allerdings ein Werbegeschenk. Das ist schon ein Original, aber irgendwie habe ich da das Gefühl, dass die Qualität nicht so ganz gegeben ist. Vielleicht ist es auch eine sehr gute Kopie aus China, das kann auch sein. Und was ich bisher häufig auch im Einsatz hatte, war dieses hier. So, regnet es jetzt? Echt jetzt? Sollte doch heute nicht regnen. Naja, die paar Tropfen sind jetzt erstmal egal. Bei diesem Ding hat sich der Schenkende gedacht, du kannst doch nicht mit dem illegalen Messer rumrennen, weil, ne, wie wir ja alle wissen, die wir uns mit der Thematik auseinandergesetzt haben, ist das ein Einhandöffner und damit fällt er unter das Trageverbot. Zum Trageverbot kann ich jetzt vielleicht noch kurz ergänzen. Inzwischen ist es so, dass ich mir persönlich denke, ja, vielleicht komme ich ja noch eventuell mit Berufsausübung durch, wenn ich jetzt ein übergroßes Messer dabei habe. Aber weshalb ich unbedingt ein Einhandmesser mitführen soll, dafür fällt mir nun wirklich beim besten Willen kein Grund ein, den man als ja sozial allgemein anerkannt oder sonst irgendwie betrachten dürfte, beziehungsweise wieso ich zu meinem Beruf jetzt ein Einhandmesser mitführen muss, das muss ich auch erstmal irgendjemandem erklärt bekommen, fällt mir jetzt spontan auch erstmal keine wirklich gute Begründung ein, weshalb das auf einmal so sein sollte, ne? Und deswegen ist jetzt dieses Ding hier natürlich, was von den Griffschalen her fast genauso ausschaut, mal abgesehen von der Farbe und die Struktur ist noch mal ein bisschen eine andere, aber sonst sind die, glaube ich, relativ gleich. Das hat den Vorteil, dass es halt eben kein Einhandöffner ist, sondern schön legal mit beiden Händen geöffnet werden kann, muss und hat dann auch eine glatte Klinge. Ich habe so ein Messer schon mal gesehen gehabt. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das Ding heißt. Versteht es hier drauf? Nö, da steht nur Vitorinox Swiss Made. Ja, jedenfalls, glatte Klingen sind mir lieber. Also es ist ohnehin, auf dem Planeten gibt es nur dieses eine Messer, bei dem ich den Wellenschliff einigermaßen akzeptabel finde, weil er halt eben vorne an der Klinge sitzt, so rum kann man es besser sehen, und nicht hinten, weil hinten will ich schnitzen. Wenn, dann will ich einen Wellenschliff vorne und so funktioniert das ganz gut, gerade beim Brötchen aufschneiden oder sonst wie arbeitet dieses Messer dann ganz gut. Also das ist schon in Ordnung, aber ich persönlich trotzdem mag am liebsten eine schöne glatte Klinge. Ich habe das Ding eben auch gerade benutzt, deshalb ist es jetzt nicht lupenrein. Die sind ja rostfrei, aber lupenrein ist es jetzt trotzdem nicht. Und jetzt wird es auch nicht sauberer, wenn ich dran rumfingere. Jedenfalls, das Ding ist toll. Also die Klinge ist auch echt schön. Ich finde die vom Design her sehr, sehr, sehr gelungen. Hat keine scharfe Kante zum Feierstil anreißen. Brauchst ja auch nicht, weil es hat eine Säge, aber dazu kommen wir gleich. Press, achso. Und das Schöne ist, das sehe ich hier jetzt gerade, das ist jetzt mal ein Messer, das hat sogar eine Funktion, dass auch eine Frau es wieder zubekommt. Weil ich mache mir eigentlich gerne mal einen Spaß. Jetzt kriege ich gleich wieder Ärger. Ich mache mir gerne einen Spaß draus, dass ich mal irgendwelchen Damen ein Liner-Look-Messer in die Hand drücke. Und die allermeisten Damen finden dann erst nach 20 Minuten oder ähnlichem raus, wie man ein Liner-Lock-Messer zubekommt, wenn sie nur 20 Minuten durchhalten. Die meisten geben schon vorher auf. Aber hier steht drauf, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Jetzt bin ich aus dem Licht dann raus. Press.
Press steht da. Und da, wo Press steht, muss man pressen und dann kriegt man das Messer auch entsprechend wieder zu. Ja, also das sehr, sehr idiotenfreundlich. Ja, was kann das Ding noch? Das kann noch Dosenöffner. Ich benutze diese Dosenöffner ja wirklich häufiger. Also wirklich. Gerade zu meiner Studentenzeit habe ich nur damit eigentlich meine Dosen aufgemacht. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Einen Schraubenzieher, der arretiert. Das heißt, man könnte damit jetzt auch irgendwie ein bisschen was hebeln, ein bisschen was Massiveres irgendwie, ja, so als Miniaturstemmeisen quasi verwenden. Das da ist wohl ein Drahtabisolierer, dieses kleine Dingens da. Und natürlich Flaschenöffner. Ne? Und der arretiert eben auch. So. Und was ist noch drin? Ja, natürlich die Säge. Und das Schöne ist jetzt, das ist halt eben dieses lange Modell von der Säge. Das nehme ich jetzt mal kurz vorweg. Das kleinere hier, das zivile sozusagen, für in der Stadt, das hat auch eine Säge. Wo ist sie denn? Da ist sie. Die ist aber halt ein Ticken kleiner. Ich meine, man kann damit mit Sicherheit auch arbeiten, aber das bisschen, dieser kleine Größenunterschied, der macht sich halt wirklich bemerkbar, wenn man mit der Säge ordentlich was sägen möchte. Also das ist auf jeden Fall schön, dass die hier so lang ist. Die ist bei dem Messer auch drin. Wenn ich das Messer hier dabei habe, habe ich es meistens tatsächlich eher wegen der Säge als wegen der Klinge dabei. Messer mit Klinge habe ich viele. Messer mit Säge habe ich nicht so viele. Was aber schön ist, und ich hoffe, man kann es erkennen, die Säge beim kleinen Messer ist richtig schön dünn und filigran. Und wenn ich also mal ein bisschen was einen dünneren Sägeschlitz haben möchte, um zum Beispiel so eine Pfeilkarte, so eine Pfeilspitze, die ich da geschenkt bekommen habe vor einiger Zeit, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, sowas einzusetzen, dann müsste das eigentlich ganz gut passen vom Durchmesser her. Aber das ist nur so ein kleiner Grundgedanke. Die Säge arretiert nicht, macht aber auch nichts. Und man kann mit der Säge, wenn man nichts anderes dabei hat, übrigens, das habe ich auch erst eine Zeit lang gebraucht, bis ich das gelernt habe, einen Fire Steel auch anreißen. Und zwar ganz gut. Also das funktioniert eigentlich ganz ordentlich. Ja, kann man nicht meckern. Jetzt ist die Säge natürlich schmutzig. Macht nichts, mal später dann entsprechend sauber. So, und auf der Rückseite haben wir eben nicht den Korkenzieher bei diesem Modell, sondern den Kreuzschlitzschraubenzieher und eine Ahle. Das ist also, mal abgesehen davon, dass die Klinge hier glatt ist, ziemlich ähnlich wie dieses hier. Das hat auch Ahle und Kreuzschlitzschraubenzieher. Die ganzen Zusatzfunktionen sind dieselben. Die Säge ist dieselbe, mehr oder weniger. Aber was hier fehlt und hier praktischerweise dabei ist, weil das ist ja wirklich ein nützliches Tool, ist die Pinzette. Die kann man ja wirklich häufiger mal brauchen und da freue ich mich ehrlich gesagt wirklich, dass die hier dabei ist. Natürlich ist auch der Zahnstocher dabei. Der Zahnstocher ist jetzt vielleicht ein nicht ganz so nützliches Tool, aber der gehört halt einfach dazu. Der hat Traditionswert. Also das ist ein sehr, 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 sehr schönes Messer, muss ich sagen. Also da hast du wirklich meinen Geschmack ganz hervorragend getroffen. Ich finde auch das Design wunderschön. Einfach dieses Anthrazit-Schwarz und dieses Logo sieht in diesem Zusammenhang auch wirklich richtig, richtig, richtig gut aus, wie ich finde. Also das ist, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Das ist ein schönes Messerchen. Ich habe das ja auch schon mal gesehen gehabt in diversen Videos auf YouTube, dass manche Leute dieses Ding halt eben entsprechend haben und denken mir dann, haben mir immer gedacht, oh, das ist ja schon ein schönes Schweizer Messer, das lege ich mir auch mal irgendwann zu. Ja, und wie so oft, bevor ich mir irgendwas zulegen kann, kriege ich es geschenkt. Das ist also wirklich großartig. Ein wirklich ganz, ganz tolles Messerchen. Da freue ich mich enorm drüber. Also das ist wirklich, das ist schön. Doch. Das ist toll. Gefällt mir vom Design her auch ehrlich gesagt besser als das da. Und tatsächlich, hundertprozentig egal ist es mir halt auch nicht, dass das hier ein Einhandmesser ist.
Meistens ignoriere ich den Umstand, aber hundertprozentig egal ist es mir nicht. Und für in Stadt mitnehmen möchte ich das halt dann auch wieder ungern, eben wegen den rechtlichen Gründen. So, jetzt hatte ich bisher eben dieses hier. Und dieses hier, das ist so mit fast eins der einfachsten. Das hat kleine Klinge, das hat große Klinge, das hat den üblichen Dosenöffner und hat auch dieses Ding hier. Ne? Aber bei den kleinen Messern so üblich, nichts arretiert. Also die schnappen schon ein bisschen ein. Die gehen ja jetzt nicht wegen jedem bisschen Druck sofort zu, aber mit viel Druck gehen sie dann zu. Und ja, das muss man natürlich wissen und beachten, wenn man damit arbeitet. Aber für so jeden Tag und vor allen Dingen mit in die Stadt fand ich das hier eigentlich bisher ganz angenehm. Außerdem war das meine einzige Möglichkeit, outdoors mal eine Flasche Wein entsprechend halbwegs stilvoll aufzumachen. Alle anderen Methoden, die es da gibt, sind ja jetzt nicht unbedingt besonders stilvoll. So, und das hier ist jetzt, glaube ich, das weiß ich sogar, wie es heißt, das nennt sich Huntsman. Das klassische Schweizer Offiziersmesser, soweit ich das weiß, mit einem ganzen Haufen Funktionen gleich. Es gibt ja noch eins, das ist noch mal ein bisschen dicker. Das hat mir aber nie gefallen. Und tatsächlich bin ich selber ein bisschen überrascht, dass ich so ein Messer noch nicht hatte. Ne? Hatte ich, also das ist wirklich mein erstes qualitativ hochwertiges dieser Bauart. Ich hatte schon so ein paar Billigklone aus dem Baumarkt, die sind aber vom Stahl her wirklich derart scheiße. Mit denen kann man schlicht und ergreifend überhaupt nichts machen. Die schneiden nicht, die sind völlig sinnlos. Der Schraubenzieher verbiegt sich, der Korkenzieher funktioniert nicht mal, der verbiegt sich auch. Also das war eine Katastrophe. Und ein richtiges Original Victorinox dieser Größe mit diesen Funktionen habe ich eben nie besessen. Und das hat halt auch, was ich sehr schön finde, die kleine Klinge. Die kleine Klinge, die kann man sich ja wirklich super, super gut, super, super scharf schleifen und die dann gerade wirklich als Feinarbeiten Schnitzmesserchen verwenden. Also das ist sicherlich, da freue ich mich, dass die da halt eben entsprechend dran ist. Die kleine Klinge ist dann mir fast persönlich schon lieber als die, sagen wir, mittlere Klinge. Was eine große Klinge ist, haben wir hier bei dem Schwarzen ja gesehen. Aber natürlich kann man mit der dann halt schon gleich viel besser arbeiten. Und die benutze ich, so eine Klinge ist halt prima geeignet, um auch mal ein Brötchen aufzuschneiden, Croissant aufzuschneiden, sonst was aufzuschneiden, was man gerade aufschneiden möchte. Man könnte sich damit theoretisch auch einen Apfel schälen oder ähnliches, aber das ist ja alles Gemüse. Ich weiß, dass Äpfel kein Gemüse sind, aber das ist alles dasselbe. Ja, die Säge habe ich ja schon gesagt, die ist extra fein. Da bin ich mal wirklich gespannt. Die werde ich in nächster Zeit auch mal verwenden. Jetzt nicht mehr so sehr, weil jetzt ist dunkel. Aber dass die so fein ist, finde ich einfach interessant. Also ich bin es gewöhnt, dass die halt eben das Format dieser Säge haben, weil ich eigentlich fast nur die Säge aus diesem Messer von diesen Victorinox-Sägen genutzt habe. Und deswegen, das ist interessant. Das ist wirklich hochinteressant. Ich bin gespannt und ganz ehrlich, ich kann auch wirklich super guten Schere brauchen. Ich besitze sonst in meiner Ausrüstung nirgendwo eine Schere und die ist auch richtig scharf. Ich habe schon ausprobiert, die selbst mal Fingernagel schneiden ist durchaus eine Funktion, die man hin und wieder mal braucht. Ne? Oder, das ist zwar ein unappetitliches Thema, aber wichtig auf Tour, Fußnägelpflege sollte man auch hin und wieder mal betreiben. Sonst kann es nämlich im Schuh schnell mal unangenehm werden, gerade wenn man längere Zeit unterwegs ist, muss man darauf achten. Das ist eine Nagelbettentzündung zum Beispiel, ist so eine ganz häufige Wandererkrankheit. Und auch hier wieder eben entsprechend die beiden Schraubenzieher mit Dosen- und Flaschenöffner. Beziehungsweise Flaschenöffner heißt, glaube ich, Kapselheber offiziell. Diesen Kabelabisolierer, der hier noch dran ist, den habe ich halt noch nie gebraucht. Den werde ich wahrscheinlich auch nie brauchen. Mit Kabeln hantiere ich nicht. So, jetzt habe ich erst vor kurzem entdeckt, also nachdem ich das Messer schon eine Weile in der Hand hatte und rumgespielt habe, dass hier noch dieser komische Haken dran ist. Also die Sache hat einen Haken, aber was man mit dem Haken machen kann, ist mir rätselhaft. Also ich habe keine Ahnung, wozu der gut sein soll, was der bewirken soll. Hat der irgendwas zu tun mit der Ahle, die hier nämlich auch dran ist, dass man mit der Ahle irgendwie dann den Faden reinmacht und mit dem Haken irgendwie rausholt? Aber das weiß ich nicht, das macht doch irgendwie nicht wirklich Sinn. Also wozu dieser Haken, das habe ich...
Das werde ich, kann es natürlich theoretisch im Internet mal recherchieren, aber wahrscheinlich wird es mir sowieso jemand in den Kommentaren verraten. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Ist mir ein Rätsel, was ich mit diesem Haken machen soll. Und hier auch ein qualitativ eben hochwertiger Flaschenöffner, mit dem man dann mal, wenn man ein Fläschchen Wein zu zweit im Wald genießen möchte, dann kann man das hiermit auch problemlos tun. Also das ist wirklich ein super schönes Taschenmesser, muss ich sagen, wenn ich einfach in die Stadt gehe, dass ich irgendein Messerchen dabei habe, dass ich auch mal rausnehmen kann, ohne jemanden zu erschrecken. Ich denke, dann wird das auf jeden Fall das Messer meiner Wahl sein. Das ist ja der Klassiker schlechthin. Und das ist wirklich eine prima Ergänzung meiner Outdoor-Messer. Und also das war ja auch ein Geschenk und ich möchte da nicht rumnörgeln, wirklich gar nicht. Das ist auch ein super schönes Messer und wie gesagt, hat den besten Wellenschliff aller Messer, die ich jemals gesehen habe, aber das ist halt legal, ne? Also ja, das spielt dann ja halt schon für so Halbwildnisunterfangen eine Rolle, wo man zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt in den Wald und danach gehe ich noch einkaufen und will ein Messer mitnehmen, wenn die Polizei kommt, dass ich keine Ärger kriege. Also dann wäre das hier auf jeden Fall das Messer meiner Wahl und halt noch diese Pinzette, die ist halt wirklich praktisch. Ich habe sonst eine, so genau so eine Pinzette habe ich normalerweise auch in meiner entsprechenden EDC-Ausrüstung. Manchmal habe ich auch einen Geldbeutel, aber wenn im Messer zusätzlich nochmal eine drin ist, das kann auf keinen Fall schaden. Und ja, der Zahnstocher gehört einfach dazu. Man kann die sogar nachkaufen, die verdammten Zahnstocher. Das finde ich eigentlich ganz unterhaltsam. Ja, also das sind jetzt eben meine Vitorinox-Messer. Ich habe gedacht, ich lege halt die anderen beiden gleich mal noch dazu. Ich habe theoretisch noch eine Bundeswehr-Version von diesem Messer. Dazu gibt es aber ein anderes Video. Ich habe auch noch ein zweites, so kleines, glaube ich. Und ich habe noch ein ganz, ganz kleines, das nur die große und die kleine Klinge drin hat und sonst gar nichts. Also das habe ich auch noch. Außerdem bei diesem Messer sind sowohl die Pinzette als auch der Zahnstocher entsprechend inzwischen verloren gegangen. Ne? Auch wie gesagt, man kann die zwar nachkaufen, aber das war mir jetzt nie den Aufwand wert. Ja, vielen, vielen Dank. Also da freue ich mich sehr. Und meine Kerze ist auch schon ordentlich runtergebrannt, stelle ich fest. Und hat hier ordentlich Wachs gelassen. Das macht ja nichts. Ja, und da das Wetter anscheinend auch nicht unbedingt besser wird und es jetzt wirklich sogar so ein bisschen getröpfelt hat, immer mal wieder so ein paar Tropfen kommen runter. Werde ich mal gemütlich mein Zeug zusammenpacken. Das geht im Moment. Hat mich relativ weit ausgebreitet. Und dann mache ich mich wieder auf den Rückweg. Diese Art und Weise, mal ein Video zu drehen mit Flutlicht, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, oder? Wie seht ihr das? Das würde mich auch noch mal interessieren, falls jemand Lust hat, mir diesbezüglich seine Meinung kenntlich zu machen. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Das passt auch super in die Messertasche von der Bundeswehrhose, die ich standardmäßig immer trage. Aktuell habe ich tatsächlich mal eine andere an. Das ist meine Fjällräven-Wanderhose, die ich normalerweise eigentlich nur für Touren anziehe. Aber alles andere ist halt in der Wäsche gewesen. Deswegen habe ich sie jetzt mal so für den normalen Wald an. Normalerweise ist das eine reine Trekking-Tour-Hose, die nur zu diesem heiligen Anlass getragen werden darf. Egal. So, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch viel, viel mehr Dank nochmal für die Messer und tschüss.